jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Diskussion. Es wurden ganz viele wichtige Punkte aufgegriffen. Und dazu möchte ich gerne bitten, die Panel-Teilnehmenden nach vorne zu kommen. Und zwar darf ich erstens Thomas Schneider begrüßen. Thomas ist kurzfristig eingesprungen für den Kollegen Busch, der leider gesundheitlich nicht dabei sein konnte. Aber jetzt bist du halt als Teilnehmer anstelle als Zuhörer, jetzt gleich als Teilnehmer. Wir sind da flexibel. Wir sehen, was für hochkarätige Zuhörerinnen und Zuhörer wir da vor Ort haben. Nein, du bist Vizedirektor beim BAKOM, Botschafter und eben vor allem zuständig auch für die internationalen Beziehungen mit allen UNO-Organisationen, multilateralen Organisationen. Wir kennen uns schon lange aus verschiedensten Diskussionen. Super, dass du da bist. Vielen Dank. Hallo. Als nächstes darf ich begrüßen Elisabeth Ernstberger. Ich duze dich auch eben, wir sind da per Du. Unkompliziert in der digitalen Welt, wie das so üblich ist heutzutage. Du bist Geschäftsführerin der Stiftung für Technologiefolgeabschätzung. Das ist genau das Thema heute Abend, oder? Die Technologie, künstliche Intelligenz und was sind die Folgen davon? Ihr habt selber eine Studie gemacht zu künstlicher Intelligenz und dazu kannst du sicher auch noch einige Erkenntnisse reinbringen. Super, dass auch du da bist. Dann zu meiner Rechten, zu ihrer Linken ist Anna Mäzener. Sie ist selber ebenfalls wie die Vorrednerin promoviert. Sie ist promovierte Mathematikerin, leitet seit September 2020 das Algorithm Watch Lab oder die Organisation, die zivilgesellschaftliche Organisation. Eine sehr spannende Organisation, wo ich bis jetzt eben gehört habe, sie ist vor allem in Deutschland aktiv, aber vielleicht kannst du auch dazu noch was sagen. Ihr seid, glaube ich, noch nicht ganz so arriviert wie die TH Suisse in den schweizerischen Gegenden. Von dem her super auch, dass ihr da als junge Organisation in der Schweiz präsent seid. Und auch hier seid ihr aktiv, dazu noch mehr. Und last but not least, herzlich willkommen auch Dr. Christian Westermann. Auch du bist in dem Sinn schon lange in dieser digitalen und insbesondere eben künstliche Intelligenzwelt drin, als promovierter Physiker. Bist du unterdessen bei Bain & Company und berätst Firmen in ihrer Reise in die künstliche Intelligenz, wie man da ein Potenzial rausholen kann. Und da möchte ich jetzt eigentlich gerne an dieser Stelle anfangen. Wir haben es eben vorhin gehört, Manuel Kugler hat es gesagt, er fände es schade oder es ist eben wichtig, dass wir das Potenzial der künstlichen Intelligenz nicht verpassen. Und hier jetzt einfach mal als erster Diskussionsstart. Wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, von den Teilnehmern hier und auch remote Fragen zu stellen. Aber vielleicht mal an dich. Wo siehst du, nutzt die Wirtschaft dieses Potenzial schon? Also passiert überhaupt schon was? Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch ein bisschen noch Rocket Science. Da reden ganz wichtige Leute darüber, aber am Schluss können es nur ganz wenige, die Großen und die Startups. Aber passiert da was in der Wirtschaft schon mit der künstlichen Intelligenz? Ja, also enorm viel. Es ist ja, oder wo begegnen wir der KI im Alltag? Mhm. Immer dann, wenn wir 7x24 irgendetwas bestellen, wenn der Vorschlag der Maschine relativ personalisiert daherkommt, wenn ein Chatbot mit uns spricht, wenn das Auto mit uns spricht, wenn es uns in den Leitplanken hält. Also es ist ja noch und nöcher, dass die Unternehmen in diese Technologien investieren, weil sie natürlich viele Vorteile sehen, eben das Ausbau des ihre Dienstleistung, Produkte noch eher an ihre Kunden heranzutragen, aber auch 7 Tage die Woche da zu sein, aber auch um ihren eigenen Prozess etwas zu, ja, ich sag mal, schlank zu halten und zu automatisieren. Also die Gesellschaft in diesem Sinne, die Firmen, die sind unterwegs. Ich selber habe von Banken zu Versicherungen, mit Ärzten, sogar in der Schweiz in der Abfallentsorgung, aber auch Defense. Ja, die alle sind heftig unterwegs und tun, was sie können, um eigentlich auch die Vorteile von dieser Technologie auszunutzen. Okay, super. Also ich hoffe, wir werden auch noch ein paar Beispiele im Laufe der Diskussion kennenlernen. Vielen Dank. Also kann man sagen, das ist eine Realität. Künstliche Intelligenz findet statt. Jetzt hat Anna Schobein in ihrem Referat ja sehr eindrücklich gezeigt, KI ist nicht immer nachvollziehbar. KI basiert auf Bestehendem und hat eigentlich noch keine einheitliche ethische Richtlinien. Und im Gegenteil habt ihr jetzt im Bericht, in der Forschung, quasi in der Feldforschung herausgefunden, ja,
Erstens will man Transparenz, oder? Man will keine Diskriminierung, man will Qualität. Das ist ein riesen Widerspruch. Und da frage ich mich vielleicht an dich, Elisabeth, was habt ihr in eurer Studie herausgefunden? Kann man diesen Widerspruch, dass das KI per se ja immer ein bisschen intransparent ist und eigentlich wir gerne verstehen möchten, was passiert, kann man den lösen, diesen Widerspruch irgendwie? Ja, so vielen Dank für die Frage, aber ich erlaube mir noch ganz schnell etwas zu unserer Stiftung zu sagen, TH Suisse, weil die gibt es dank Ihnen, das Parlament wollte die. Wir haben nächstes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum und wir werden vollständig von Ihnen auch bezahlt. Also das Budget stammt gänzlich aus der BFI-Botschaft und wir haben quasi eine Grundlage im Forschungsförderungsgesetz, das eben besagt, die Auswirkungen neuer Technologien und Innovationen sollen erforscht werden, und zwar sowohl in ihren Chancen wie ihren Risiken. Jetzt zur Frage, also ich verstehe Anna sehr gut, weil erstens mal rein politisch gesehen sehr viele Richtlinien sich selber widersprechen, gar nicht so die Technik und die Richtlinien und die Ethik, und dass sie sehr oft natürlich als Instrumente für sogenanntes Greenwashing, also als Label funktionieren, um gewisse, eine gewisse Marktattraktivität auch zu generieren. Wir haben in unserer Studie als erste wichtige Empfehlung oder generelle Empfehlung, wir geben Themen in eine öffentliche Ausschreibung und lassen Uni-Institute, verschiedene Konsortien an einem Thema arbeiten. Und die Studien, die dann publiziert werden, sind eigentlich das Werk von verschiedenen Autoren, nicht von TH Suisse. Wir begleiten aber die Prozesse und kommunizieren vor allem die Ergebnisse, um eben diesen Dialog zu fördern. Eine wichtige Empfehlung ist, dass es kein KI-Gesetz braucht, beziehungsweise es macht keinen Sinn, ein KI-Gesetz zu haben, weil KI eine Grundlagentechnologie ist, die in so vielen verschiedenen Anwendungen vorkommt, dass es eher Sinn macht, von uns aus gesehen, in den verschiedenen Bereichen, wo man sie anwendet, genauer hinzuschauen. Wir haben in unserer Studie den Konsum angeschaut, die Anwendung von KI in den Medien, in der Forschung und in der Bildung. Die zwei anderen kommen mir später wieder in den Sinn. Also das sind ganz unterschiedliche Bereiche, die auch unterschiedliche Regulierungsbedürfnisse haben. Was wir schon auch als Empfehlung gesehen haben, ist die Transparenz im Sinne, dass eigentlich jeder, ähnlich wie das die EU auch sieht, wissen müsste, wenn ein Entscheid KI-basiert zustande kommt und dass man den eben nachvollziehen könnte. Das ist aber realistisch relativ schwierig umzusetzen. Und dann eine weitere Empfehlung, dass wenn ein Entscheid, der von einer KI erarbeitet wird, wirklich die Person betrifft, eben zum Beispiel im HR-Bereich, wenn es um die Karriere, um Arbeitslosigkeit oder Job geht, aber auch medizinische Entscheide eigentlich am Schluss oder im Rechtssystem, ein Urteil, müsste am Schluss eigentlich immer ein Mensch das letzte Wort haben. Das wären so ganz allgemeine Prinzipien, die man sich vorstellen könnte. Ich bin erstaunt, wie weit die EU eigentlich vorhat zu gehen. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, dass man da auch von klaren Verboten spricht. Man spricht von ganz heiklen KI-Anwendungen, wo doch anscheinend ein Wille da ist, straffe Richtlinien zu erarbeiten. Kannst du ein Beispiel nennen, weißt du gerade? Als kritische Anwendungen wurden die selbstfahrenden Autos, also das automatisierte Fahren, genannt. Wo Verbote, Anna, du hilfst mir vielleicht, ist sicher das wahllose Erfassen. Ah nein, das ist die Gesichtserkennung, Entschuldigung, ist auch eine KI-Anwendung. Also Gesichtserkennung, Identifikation von Personen, wahllos, aber eben auch selbstfahrende Autos, wo Unfälle, Risikohaftes passieren kann dort. Okay. Das werden so Beispiele. Sehr spannend, merci vielmals. Also genau, Anna Jobin ist ja auch weiterhin hier und wird uns als Expertin begleiten in diesem Panel. Von dem her, wenn du was sagen willst, einfach bemerklich machen. Gut, wir haben gehört, es geht
um diese Frage eben, braucht es gar kein KI-Gesetz? Also das finde ich noch spannende Aussage, ziemlich klar. Vielleicht hier an dieser Stelle an dich, Anna. Ihr seid Algorithm Watch, also ihr beobachtet diese Algorithmen. Wie macht ihr das so ganz konkret? Wir machen das auf ganz verschiedene Art und Weise. Wir machen das einerseits durch journalistische Arbeit, indem wir Beispiele finden, aufdecken und die publik machen. Andererseits machen wir auch in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschung, also wissenschaftlicher Forschung, wo wir verschiedene Aspekte beleuchten. Zuletzt haben wir eine Studie gemacht, zusammen mit Nadja Braun-Binder von der Universität Basel und ihrem Team, als juristisches Team, wir von der ethischen Seite zusammen mit Michele Loi über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung für den Kanton Zürich. Also das war eine Riesensache und eine wissenschaftliche Arbeit. Also wir machen die ganze Bandbreite von... Okay, also ihr beobachtet also quasi diese Algorithmen und jetzt bezüglich so dem Gesetz, denkt ihr, seid ihr jetzt auch zum gleichen Schluss gekommen mit TH Suisse, dass es kein eigenes KI-Gesetz braucht? Was würdest du dazu sagen? Also ich kann jetzt mal dazu sagen, was in dieser Studie hervorgekommen ist. Und da haben wir nämlich, also das rechtliche, das juristische Team hat festgestellt, dass es tatsächlich Lücken gibt in der Gesetzgebung, dass es Dinge gibt, die nicht abgedeckt sind, wie zum Beispiel ein Chatbot. Wenn ein Chatbot mir eine Auskunft gibt, dann möchte ich mich ja gerne darauf verlassen können, dass das auch korrekt ist. Wenn ich eine Person auf einem Amt, einem öffentlichen Amt anrufe und frage, wie ist das, was brauche ich für ein Formular, was brauche ich für Unterlagen für eine bestimmte Sache, dann ist das ja korrekt. Und ich muss mich darauf verlassen können, die Person ist dann auch verantwortlich, wenn es falsch ist. Und beim Chatbot ist das nicht so klar. Also dort gibt es auf jeden Fall, wenn es um die öffentliche Verwaltung geht, Gesetzeslücken. Jetzt mal für den Kanton Zürich, ich gehe davon aus, dass das in den anderen Kantonen ähnlich ist, das ist im Detail vielleicht nicht genau identisch. Und solche Dinge gibt es bestimmt auch anderswo, so kleine Sachen, die gesetzlich einfach nicht ganz abgedeckt sind. Ob das ein eigenes KI-Gesetz braucht, ist dann ein bisschen eine andere Frage. Aber dass es gar nichts braucht, würde ich nicht sagen. Das sagen wir auch. Ja. Nur eine kleine Frage. Ich hatte eben letzte Woche von jemandem gehört, der hat bei der Helvetia, hat da einen Chatbot gechattet. Er hat aber gemeint, das sei ein richtiger Mensch und erst so am Schluss gemerkt, das war wahrscheinlich eine Maschine. Bräuchte es dann nicht irgendeine Deklarationspflicht oder irgendwie im Sinne von, Achtung, ich bin dann ein Computer, sonst fühlen sich die Leute ein bisschen ja, verräppelt oder nicht? Was sagst du dazu? Ich habe selber auf so Projekten gearbeitet, letztens für eine große Schweizer Bank. Die hat sich selber Prinzipien vorgegeben, oder weil keine Regulierung da ist, machen wir das mit der Bank selber. Übrigens mit allen Unternehmen, mit denen ich arbeite, wirklich alle. Ich hatte noch nie, bin ich in eine Situation eingestoßen, wo man nicht ethische Gedanken reingebracht hat oder was müssen wir um Transparenz haben. Ich habe noch nie mit einem Unternehmen, wirklich, also ob das im H-Bereich war oder wo auch immer, jeder ist also wirklich immer sehr offen, das Ganze reinzunehmen. Also jetzt zurück zu dieser Bank. Dadurch, dass keine Regulierung besteht, hat die Bank sich selber AI-Prinzipien auferlegt und eins war davon, wenn der Mensch das Gefühl kriegen könnte, wenn ein Kunde das Gefühl hat oder ein Angestellter, dass da ein Mensch mit ihm spricht, muss ganz klar gelabelt sein, dass das eine Maschine ist. Da wird sich selber dieses Prinzip gegeben, das ist dann in diesen Code of Conduct eingeflossen. Da gab es einen Sub-AI-Code of Conduct, wo das Prinzip erfasst wurde. Sehr gut. Also ob man jetzt das so muss in einem Gesetz niederschreiben, ist wieder eine andere Frage oder muss verschriftlicht werden. Ich habe manchmal, und ich war lange früher bei PwC tätig und ich hatte Freude, das Logo zu sehen. Ich habe an diesen Ethik-Richtlinien mitgeschrieben. Sobald man was in ein Gesetz reinschreibt, da muss man sich bewusst werden, was bedeutet das. Oder? Nehmen wir das Thema Transparenz. Jetzt, AI muss transparent sein. Ich habe jahrelang mit Ärzten gearbeitet, die heute AI einsetzen, um Multiple Sklerose bessere Therapien zu verschreiben. Sie erinnern sich an unseren Fernsehauftritt diesbezüglich. Der Arzt musste lachen, als wir die App so ausgestaltet haben, dass sie extrem erklärbar ist. Also heute sagt ihm der Algorithmus ganz genau, warum Therapie A besser ist als Therapie B.
Und sagt er, wow, er ist überrascht und es ist interessant zu sehen, dass er das heute protokollieren muss, denn in der Vergangenheit musste er es noch nie protokollieren. Er musste noch nie sagen, er sagt, Therapie A ist die beste, Therapie B hat damit einfach ein Faktum geschaffen, ohne sich zu erklären, ohne Transparenz über deine Entscheidung abzulegen. Oder? Und darum ist es ist immer interessant, diesen Transparenzgedanken, ja, diesen Wunsch zu sehen, weil man dadurch was Neues schafft, das bisher nie da war. Ja. Also das heißt eigentlich, AI führt auch zu mehr Transparenz bei menschlichen Entscheidungen, könnte man schon fast sagen. Meine Beobachtung. Sehr gut. Jetzt, bevor wir die Fragenrunde öffnen, eine letzte Frage hier innerhalb des Podiums. Thomas, du bist ja oft im internationalen Parkett tätig und wir haben gehört, eben auf der EU-Ebene passiert viel. Ich glaube, auch die OECD hat sich da Gedanken gemacht. Gibt es vielleicht noch von der UNO irgendeine Organisation? Kannst du da etwas dazu sagen? Was ist so deine Perspektive auf das Thema? Ja, danke. Also zuerst noch zu meiner Organisation muss ich nicht sagen, die kennt ihr, glaube ich. Aber zu mir in dem Sinne, ich kann berichten, was der Bund macht, was international passiert. All meine Meinungen, die ich allenfalls mich nicht zurückhalten werde, wären dann meine persönlichen und nicht unbedingt diejenigen der ganzen Bundesverwaltung. Einfach, keine AI darzustellen. Vielleicht noch ein erster Satz, und es läuft sehr viel, vor allem in Europa, aber nicht nur, zur Frage, ob KI, wo wir stehen. Da kommen wir jeweils die Amish People in den Sinn, das waren ja auch Schweizer, die gesagt haben, wir machen die erste industrielle Revolution nicht mit, wir bleiben an Ross und Wagen. In Graubünden haben sie auch die Autos verboten vor etwa 100 Jahren. Und die Amish People sind einfach bei dem geblieben und damit mehr oder weniger zufrieden. Die Bünden haben dann gemerkt, dass die Touristen vielleicht dann irgendwie irgendwo anders hinfahren und haben dann plötzlich auch gemerkt, wir brauchen jetzt vielleicht doch ein paar Autos. Also es ist so ein bisschen die Frage, was man will. Man kann darauf verzichten, wenn es die anderen nicht machen, dann hat das Konsequenzen. Das haben wir ja die letzten Tage auch gehört, wenn man etwas nicht will, dann hat es vielleicht auch Konsequenzen. und alle machen sich Gedanken, schon seit Längerem. Wir sind jetzt persönlich bei der OECD, und das war ja auch wichtig, die OECD, der war es wichtig, die Ersten zu sein, die mit einer Empfehlung zu kommen. Da gibt es auch den Wettbewerb unter den internationalen Organisationen. Die haben dann, glaube ich, im Mai 2019 haben sie eine Empfehlung produziert. Da haben wir auch mitgemacht. Das hat allerdings mit Wirtschaft jetzt relativ wenig am Hut, was man vielleicht von der OECD erwarten würde, sondern es sind eben auch ethische Prinzipien, Do's und Don'ts. Was die OECD aber macht, ist ganz viele Statistiken, wie sie das sonst auch macht. Der Europarat hat es nicht an die große Glocke gehängt, aber war schon vorher. Die haben nämlich schon ein Jahr vorher angefangen, sektorielle oder zwei Jahre sektorielle Empfehlungen abzugeben. Da gibt es eine Guideline für den Einsatz von KI im judikativen System. Dort, wo ich tätig bin, im Bereich Medien und Öffentlichkeit, haben wir haben es nicht KI genannt, weil es ein bisschen schwierig ist zu definieren. Wir haben dann eben von Automated Decision Making, also von automatisierten Entscheidprozessen im Bereich Medien und Öffentlichkeit gesprochen und was da Guidelines sein können. Also es gibt ganz viele Empfehlungen von privater Seite, von NGOs, von Regierungen, von zwischenstaatlichen Organisationen. Die UNESCO hat sich auch zum Ziel gesetzt, eine Empfehlung zu ethischen, nicht menschenrechtsorientiert oder so, sondern ethischen Richtlinien. Da sind wir jetzt gerade am Verhandeln schon seit Wochen und pro Tag kommt man irgendwie einen halben Paragraphen von 200 vorwärts, weil es geht in alle Richtungen. Der Europarat umgekehrt ist der Einzige, der versucht, also selbst der EU jetzt als der Europarat hat sich das Ziel gesetzt, ein juristisches Framework, einen Rahmen zu schaffen, der bindende und nicht bindende Elemente erhalten kann und das gesamte Thema KI, nebst dem, was er eben in den einzelnen Sektoren macht, quasi übergreifend etwas zu machen. Da bin ich mit anderen Kollegen in der Bundesverwaltung, ich bin dort in dem Lenkungsausschuss, der dieses KHI, dieses Ad-Hoc-Komitee führt. Das gibt es jetzt seit Ende 2019. Wir haben jetzt mal so eine Feasibility-Study gemacht. Die Frage, was ist das Problem, das wir überhaupt lösen? Braucht es überhaupt etwas? Wo sind die Lücken? Wo sind die Gaps? Und da kommt man mehr oder weniger zum Schluss doch, es gibt Lücken, aber und der Bund hat ja auch in unserem schönen Bericht, den wir da gemacht haben, gesagt, im Moment wir haben ja das Gefühl, wir können alles noch über das bestehende Regelwerk lösen, aber mittelfristig ist schon davon auszugehen, dass es hier und dort vielleicht etwas braucht. Beim Europarat ist es jetzt so, man versucht jetzt quasi sektorübergreifend etwas zu machen und das ist relativ komplex und
Da sind wir jetzt ein bisschen am Streiten jetzt im Moment, aber bis Ende Jahr müssten wir Vorschläge abliefern, die dann in einen Verhandlungsprozess münden. Kannst du da irgendeine inhaltliche Anekdote geben? Also was geht es konkret so? Also eben der große Streit ist, wo liegt das Problem? Problem ist, man sich noch halbwegs einig, aber in welche Richtung soll die Lösung gehen? Und wenn dann jemand von verbindlichen Richtlinien spricht, dann kommen da die Länder und sagen, nein, also verbindlich wollen wir gar nicht, weil wir sind ja irgendwie liberal. Und die, also das ist mal, man fängt dann um die Form an zu streiten, bevor man überhaupt weiß, was eigentlich in welche Richtung die Lösung geht. Jetzt inhaltliches, man orientiert sich natürlich auch an dem, was die EU macht. Aber der Prozess ist offen auch für nicht-europäische Länder. Also die Amerikaner sind dabei, die Mexikaner, aus allen Kontinenten hat es Leute dabei. Chinesen auch? Chinesen habe ich jetzt noch nicht so häufig dort. Also die hören wahrscheinlich zu, aber die sind nicht offiziell dabei. Und die rote Linie, die EU in die Richtung auch geht, also so ein bisschen der Streit zwischen Risk-Based Approach und Rights-Based Approach, soll man Tätigkeiten regulieren oder verbieten oder soll man Folgen regulieren oder verbieten? Was sind denn überhaupt die Remedies? Wie kann man sich dagegen wehren? Also da geht es eben auch um Gesichtserkennung. Eine Frage, die von einem Land von uns im Osten eingebracht wurde, ist die Frage, wie ist es denn mit den militärischen oder Dual-Use-Anwendungen? Darf, soll, muss sich der Operat damit auseinandersetzen oder nicht? Ja, es geht in alle Richtungen, wie überall eigentlich. Und dennoch, man merkt schon, das zäumt sich so ein bisschen so hin, man will ein verbindliches Element haben, man weiß noch nicht so genau für was und versucht das jetzt ein bisschen zu verhandeln, wo genau, was man denn eigentlich, wo kann man überhaupt etwas regeln, wo kann man es vielleicht eben auch nicht. Da sind wir alle gegenseitig unsere Berichte und Studien am Lesen. Und, ja. Eine Studie nach der anderen. Das ist doch super. Also ich denke, es braucht halt einen Findungsprozess, absolut. Also. An dieser Stelle, wie gesagt, die Möglichkeit jetzt, die Runde zu öffnen von den Teilnehmern hier vor Ort oder eben remote per Chat. Gibt es da schon erste Fragen aus dem Chat? Ja, wir haben da live. Ja genau, es gibt eine Frage von Frau Brenner. Wie sinnvoll ist es, allgemeingültige Leitlinien für KI anzustreben? Sind diese nicht zwangsläufig kulturell eingefärbt? Das wäre eine sehr gute Frage. Vielleicht an dieser Stelle, Anna, möchtest du da ganz konkret, du hast dich am intensivsten wahrscheinlich von allen mit den 84 Richtlinien beschäftigt. Ja, ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein Streitpunkt, aber noch mehr, weder ob wie kulturell abhängig das ist oder nicht, wäre die Frage dann, gibt es nicht schon Richtlinien, auf die wir uns geeinigt haben. Und Thomas hat das auch schon erwähnt, da kommt man auch wieder auf diesen Human Rights Approach zu. Und da haben sich ja auch sehr, sehr viele Länder geeinigt auf allgemeingültige Rechte weltweit. Wie sehr sie dann eingehalten werden, ist eine ganz andere Diskussion. Aber wir haben das schon. Ob es jetzt nochmal braucht für KI oder nicht, ist eigentlich eine separate Diskussion. Also könnte man vielleicht nur ganz kurz, also könnte man dann auch einfach die internationale Menschenrechtserklärung erweitern mit so KI-Paragraphen? Man kann dann auch Sustainable Development Goals definieren und man kann in 10 Jahren nochmal. Okay. Also man kann alles sagen. Ja. Vielen Dank für die gute Frage. Martin. Ja, Thomas. Wenn ich da kurz antworten dürfte, das ist genau der Punkt. Gewisse Dinge, die kulturell sind, kann man verrechtlichen und in einen Rechtsrahmen packen. Der wird dann auch wieder kulturell im Detail dann unterschiedlich gelebt. Wir wissen ja auch, dass die Geschwindigkeitsvorschriften nicht überall gleich befolgt werden. Und das ist genau der Unterschied zwischen dem Europarat und der UNESCO. Im Europarat versucht man das eben nicht nur, aber auch an der Menschenrechtskonvention aufzuhängen, wo ein ganzes Rechtssystem dranhängt. Und in der UNESCO, wo es so einen Rahmen nicht gibt weltweit, diskutiert man, was ist denn Harmonie oder Frieden oder solche Dinge, die dann von anderen Kulturen kommen, die sind nicht so leicht operationalisierbar. Okay. Merci. Elisabeth? Ja, ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass vielleicht abgesehen von den Richtlinien und den juristischen Regulierungen unser Ansatz jetzt auch wäre, überhaupt mal die Fragen aufzubringen, zu sensibilisieren. Und ich glaube, auch in dieser SATW-Studie kommt ja zum Ausdruck, dass sich viele Leute
überfahren fühlen oder diese KI, wer versteht schon genau, was das ist, und das ist aber wie eine Naturgewalt, man macht den Leuten ja auch Angst, das kommt sowieso, du hast gar nichts dazu zu sagen, das kommt in deinem Job, das kommt in deiner Familie, das kommt überall, und dieses Ausgeliefertsein, auch in der Rhetorik, die KI denkt, die KI handelt, das stimmt ja alles nicht, oder? Dass es eigentlich schon viel wäre, man würde über Information und Dialog, vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber und dann sehr national, kulturell, halt regional, sich mal überlegen, was man will und was man nicht will. Und ich habe dort schon die Hoffnung, dass es auch auf einem nationalen Parkett möglich ist, eine minimale Steuerung vorzunehmen. Okay, vielen Dank für den Input. Es erinnert mich gerade, manche Leute reden ja auch mit ihrem Auto oder ihrem Hund, aber ja, vielleicht eben so, so ein bisschen eine Vermenschlichung der KI. Vielen Dank. Funktioniert ja auch. Gerhard? Ja, zuerst vielen Dank für die spannenden Inputs. Ich fand es wirklich super spannend, was Sie alles aufgezeigt haben. Und ja, ich teile irgendwo Ihre Faszination auch, die ich doch irgendwo verspüre, gerade als Science-Fiction-Fan. Aber wenn es dann eben vom Bildschirm weg in die reale Welt geht, da habe ich dann doch bei aller Faszination ein paar große Fragezeichen. Wir kennen das Vorsorgeprinzip im Umweltbereich und im Gesundheitsbereich. Und bei allem, was hier neu ist, ist etwas doch irgendwie gleich. Nämlich, wir haben komplexe Dinge vor uns. Wir versuchen, das irgendwie dingfest zu machen und versuchen, es so einzugrenzen, damit der Beleg gemacht werden kann, dass eben dieser Schaden beschränkt nur entsteht. Und da würde mich interessieren, inwiefern diese Ideen aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Umweltbereich auch als Grundlage dienen können, um jetzt diese Diskussion, wo wir mittendrin sind, oder wir haben harmlose AIs, aber wir haben solche, die gerade jetzt tektonische gesellschaftliche Veränderungen bewirken. Also wenn wir jetzt die Social Media AIs nehmen. Und da würde mich interessieren, eben inwiefern ist diese Grundlage vielleicht irgendwie tauglich, wie man das eben bei der Medikamentenzulassung hat oder wie man das bei anderen Umweltgiften hat, damit wir verhindern, dass wir in 10 oder 15 Jahren über die AI-Abschaffungsinitiative abstimmen müssen. Also Durchsetzung, ja, ja. Super. Wer möchte da reagieren? Also ich könnte jetzt Stunden über das referieren. Die reagieren, nicht referieren. Noch einmal, im Endeffekt, wie ich AI einsetze, zu welchem Zweck, wie ich es überwache, wie transparent es ist, das ist meine Wahl. Das ist die Wahl, die ich habe. Die AI gibt mir das nicht vor. Oder? Das ist eine Wahl, die ich treffe, eine Auswahl. Und um eigentlich am Ende des Tages die Wünsche des Bürgers oder des Kunden denen zu entsprechen. Das ist eine Wahl, also die AI-Abschaffungsinitiative. Ich weiß nicht, warum die kommen sollte. Man hat heute AI, die einen in der medizinischen Forschung unterstützt, die richtigen Molekülkombinationen zu finden oder die richtigen Krebsarten zu erkennen. Also sehr unterstützend. Man hat AI-Systeme in Fahrzeugen, in Flugzeugen, die helfen, Unfälle zu vermeiden. Man hat AI in Intensivstationen, die helfen, Leben zu retten. Manchmal kann nicht mal mehr der Mensch eingreifen, weil man in Echtzeit reagieren muss. Ich kenne jetzt zwar die Lage in Israel nicht, aber ich nehme an, dieser Schutzschild, da wird nicht mehr groß der Mensch jetzt entscheiden, ob jetzt die Abwehrrakete hochgeht oder nicht. Einfach manchmal reicht die Zeit einfach nicht, dass sich noch der Mensch dazwischen schaltet. Im Auto, wenn der Airbag rauskommt, möchten Sie nicht noch die Bestätigung auf OK drücken, ja, bitte rauskommen. Weil man hofft, dass er richtig rauskommt. Und in Zukunft wird wahrscheinlich auch viel mehr AI in die Auslösung eines Airbags reinfließen, stellen Sie sich mal vor, mit den bildgebenden Fahren und so weiter. Drum, wie ich AI einsetze, zu welchem Zweck, wie weit ich gehe, wie fest ich mich an diese ethischen Prinzipien halte, wie transparent das ist, ob der Mensch dazwischen ist oder das Ganze nur ein Recommender-System ist, ein Empfehlungssystem, das ist eine Wahl, die ich treffe beim Design und bei der Umsetzung von diesen Ideen. Und noch einmal, es ist meine Beobachtung im Markt und ich arbeite mit so vielen Unternehmen, von der Strategie bis zur Implementation. Ich hätte es noch nie anders erlebt, dass man sagt, da kommt was Wildes auf uns zu, das wir nicht mehr kontrollieren können und das uns die ganze zukünftige Grundlage wegnimmt. Okay, spannender Aspekt, vielen Dank. Vielleicht eine kleine Frage an dieser Stelle an Anna Metzener von Algorithm Watch. Also,
Christian hat jetzt diesen Beispiel genannt vom Airbag, oder? Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob da so viel KI drin steckt, aber es ist ja so ein Mechanismus. Unterscheidet ihr, ich sage es mal, normale Algorithmen, die eben nicht AI sind und wirklich dann so AI, Machine Learning Themen? Gibt es eine Differenzierung dazwischen? Ja. Also, wie ja schon mehrfach gesagt wurde, ist die Definitionsfrage ungeklärt. Und das bei sehen wir auch so. Also wir schauen uns Sachen an, die einen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Mhm. Und der Airbag gehört da eher nicht dazu. Nicht dazu? Ja. Also nicht so stark in dem Sinne, dass es die gesellschaftlichen Strukturen oder Einstellungen von Menschen gegenüber einander irgendwie beeinträchtigt oder stören könnte. Und das ist jetzt vielleicht nicht unser zentrales... Und darum nehme ich so gerne dieses Beispiel vom Airbag, oder? Und auch die Definition von AI. Natürlich kann man AI nicht definieren, aber man muss es. Aber dem Kunden ist es eigentlich egal, wie die AI definiert ist. In dem Moment, wo ich den Chatbot als AI wahrnehme, egal ob jetzt der statistisch entscheidet oder ein Regelwerk, sobald ich das Gefühl habe, die Maschine verhält sich wie ein Mensch, auch wenn das 10.000 Regeln sind und kein bisschen AI, in dem Moment, wo die Perception da ist, das ist AI, muss ich was damit machen, oder? Und das Airbag-Beispiel nehme ich so gerne, weil jeder damit immer schachmatt gesetzt werden kann, weil jeder sagt, das muss transparent sein, da muss der Mensch dazwischen sein, dann nehme ich das Airbag-Beispiel. Weil wir glauben alle, der Airbag, der wird durch den Aufprall aufgelöst, oder? Aber glauben Sie, dass die Autoentwickler nicht daran arbeiten, das Ganze mit optischen und Fahrverhalten, also mit Signalen über das Fahrverhalten, unterstützt durch Kameras, die Airbag-Auslösung zu unterstützen? Also ich bin überzeugt, oder? Und drum wieder zurück zu der Regulierung. Ja, ja. Was muss im Gesetz drinstehen? Welcher Satz? Super, wir kommen in Fahrt. Jetzt zuerst du. Also ich könnte mit einem Beispiel ergänzen, dass KI ist, aber auch mit Verkehr zu tun hat, eben das automatisierte Fahren. Und ich denke, die Anwender sind schon sehr differenziert und haben so etwas wie eine Intuition auch für Vorsorgeprinzip und was ist eigentlich okay und was nicht. Wir haben eine Studie gemacht zu selbstfahrenden Autos, wo es eben auch um Ethik ging und dieser Diskurs der Ethiker, wo mit dem Trolley-Problem, das kennen Sie bestimmt, oder wie soll der Algorithmus programmiert sein, damit, wenn jetzt ein Mensch auf der Straße, wie weicht er aus, überfährt er das Kind oder die alte Großmutter und so weiter. Und wir haben dann an runden Tischen mit Laien gesprochen und die haben gesagt, hören Sie auf, diese fiktiven Situationen sind eben fiktiv. Und am besten würden Sie einen Zufallsgenerator in die Maschine einbauen, dann wäre das Schicksal wieder zurück in der Situation. Sie würden sich viel mehr dafür interessieren, ob es nicht schlimmer ist, wenn eine Maschine, ein selbstfahrendes Auto, ihr Kind überfahre, als wenn das ein Mensch tue, weil den Mensch, den könne man vor Gericht ziehen, man kann dem verzeihen, der kann sich entschuldigen, das kann eine Maschine nicht. Also sobald es um Verantwortlichkeiten geht, und um diesen Risikofall, der dann eintritt, wird es sehr philosophisch und auch sehr differenziert. Also gewisse Vorbehalte sind bei den ganz normalen Leuten da. Sehr gutes Beispiel, vielen Dank. Thomas? Wenn ich da noch kurz anhängen darf, Sie haben natürlich recht, es ist eben nicht einfach nur fancy, sondern es kann uns unglaublich viel helfen, aber die Risiken sind genauso enorm. Und eben, solche Dinge kann man mit dem Airbag, das kann man über Haftungsrecht und so weiter klären. Datenschutz, im Datenschutzgesetz steht auch schon die Hälfte, ist die Frage, wie wenden wir das auf KI an oder nicht und so. Also es gibt ganz viel Bestehendes. Und wenn ich jetzt nochmal den Medienbereich nehme, als das Radio, als die Funkwellen da erfunden wurden, unter anderem von einem Italiener da im Wallis vor einiger Zeit, dann war das mal cool, man konnte kommunizieren. Irgendwann hat dann Bertolt Brecht gedacht, das wird jetzt genauso wie die Zeitung früher, das wird jetzt die Demokratie, die Meinungsbildung demokratisieren, weil mehr Leute kommunizieren können. Dann kam das Dritte Reich und andere, die haben das ein bisschen anders genutzt, als Brecht das wollte. Und wir sind jetzt bei den neuen Technologien, auch Social Media, wir sind genau wie, und dann gab es dann Service Public Vorgaben. Es macht eben schon einen Unterschied, ob die SRG oder jemand anders oder Fox News oder wer auch immer, es gibt unterschiedliche Regulierungen, weil die Leute auch für unterschiedliche Dinge Unterschiedliches wollen. Und wir sind uns jetzt irgendwie in der Schweiz und weltweit und in Europa, wir versuchen jetzt hier einen Weg zu finden. Vieles ist neu, anderes sind aber einfach neue Varianten von Dingen, wo wir früher auch schon einen Weg finden mussten und mehr oder weniger erfolgreich auch gefunden haben. Nichts Neues unter der Sonne.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber es ist nicht alles neu. Anna? Ich wollte noch etwas sagen zum Begriff der Transparenz. Mhm. Weil den hört man ja immer in diesen Diskussionen, überall. Aber eigentlich ist er genauso unscharf und undefiniert wie der Begriff künstliche Intelligenz. Was heißt denn transparent? Also, wenn ich in ein Auto steige, das einen Airbag hat, dann steht ja da Airbag. Also weiß ich, dass das ist vorhanden und es steht ja sogar in jedem Auto auch noch, dass ich das Ding deaktivieren muss, wenn ich mein Baby da hinstelle im Kindersitz. Also da wäre etwas, was man Transparenz nennen könnte, vorhanden. Heißt denn Transparenz, dass ich verstehen muss, wie der Airbag funktioniert? Heißt Transparenz, dass ich wissen muss, dass es einen drin hat, wenn ich das Auto kaufe? Oder was meinen wir eigentlich damit? Und da beginnt es dann eben richtig kompliziert zu werden, weil wenn wir dann einfach immer sagen, ja, wir möchten Transparenz, aber wir wissen gar nicht, wovon wir sprechen und wir versprechen von verschiedenen Dingen, dann bringt der Diskurs nicht so viel. Deswegen könnte man es auch anders sehen und sagen, vielleicht ist das Ziel gar nicht die Transparenz, sondern man versucht mit der Transparenz etwas anderes zu erreichen, nämlich einen ethischen Umgang zum Beispiel mit dieser Technologie. Also dass das ein Mittel zum Zweck ist und nicht das Ziel. Ja. Einfach weil die Definition nicht vorhanden ist im öffentlichen Diskurs. Das war ja auch einer der Punkte, Wissen und Expertise, die gefordert sind. Und ich denke, das ist sicher auch Teil davon, dass man mehr ein gemeinsames Verständnis hat. Jetzt, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich habe gesehen, Eddie, du wolltest dich noch melden, bitte sehr. Und genau, sorry, da gab es auch noch, ja. Ja, besten Dank. Also ich bin sehr dankbar um die wichtigen Tipps bezüglich den selbstfahrenden Autos. Wir werden demnächst im Parlament die Revision des Straßenverkehrsgesetzes behandeln und ich hoffe, dass Astra bringt uns dann schon einen guten Vorschlag, wie wir mit den selbstfahrenden Autos umgehen können. Eben die Haftungsfragen, das ist dann das zentrale Thema. Ich habe zwei konkrete Fragen. Also einerseits finde ich auch, die künstliche Intelligenz bringt sehr viele Chancen, aber ich habe jetzt doch etwa auch in der Diskussion so den Eindruck, wie können wir dann den Überblick behalten, also um auch das Votum meines Kollegen aufzunehmen, dass wir nicht ein Jurassic Park-Syndrom haben, in dem sich dann eben irgendwelche Tiere so entwickeln, wie wir sie nicht gern möchten. Und die zweite Frage, die geht dann auch noch an euch. Ihr habt erwähnt, in der politischen Meinungsbildung sei KI wie ein Tabu, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wenn ihr dazu vielleicht einfach nochmals etwas sagen könnt. Wie sieht das aus? Was müssen wir da für Rahmenbedingungen setzen? Oder kann die KI trotzdem auch in der politischen Meinungsbildung eingesetzt werden, vielleicht auch von den Panel-Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Danke. Vielen Dank. Also jetzt die Jurassic Park-Frage, wer übernimmt die? Vielleicht, du bist ja da sehr praxisnah. Ja, also als ich noch bei PwC war, habe ich mich jahrelang eben mit OECD unterhalten, mit FINMA und anderen Behörden über das Thema, müsste nicht mehr reguliert werden. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich die Schwierigkeiten in dem Ganzen. Und weshalb sehe ich Schwierigkeiten, wenn ich KI regulieren muss? Also soll, weil ich gewisse Gefahren sehe. Und das mal rein runterbreche in andere Komponenten, zum Beispiel die Cloud oder eine Internetverbindung oder eben Radio. Plötzlich komme ich vom Großen ins Kleine rein und dann sage, aber dann muss ich alles regulieren. Also bis sehr weit runter. Denn jede einzelne dieser Technologien, bleiben wir beim Einfachsten, eine Cloud, nennen wir es einfach mal Datenspeicher, kann zu guten oder zu schlechten Zwecken eingesetzt werden. Sachen, die mir transparent erscheinen oder wenn es verschlüsselt ist, Sachen, die mir nicht mehr transparent erscheinen. Also je länger, und ich tue mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigen, desto mehr sehe ich selbst die Schwierigkeiten in dem Ganzen. Oder selbst braucht es den Menschen da drin, ja oder nein, muss das festgeschrieben werden, muss die Transparenz vorgeschrieben werden, weil plötzlich hat das eine Auswirkung auf sehr viele andere Sachen. Plötzlich muss jeder Autohersteller seine gesamten Bremssysteme beschreiben, wie die funktionieren. Oder in einem Flugzeug die Kollisionsvermeidung, also so lange Bücher. Die Transparenz, oder? Darum sage ich, irgendetwas braucht es, aber selbst ich, der das seit Jahren tagtäglich mache, zu 100%, nur das, ich sehe langsam die Schwierigkeiten dem Ganzen. Aber ich komme gerne mal im Parlament vorbei und gebe
Ein paar Praxisbeispiele in die Runde. Noch zur zweiten Frage. Was ist das? Oder bei euch? Das mit den darf ich noch kurz auf die Meinungsbildung? Der Punkt ist der, ich habe gerade heute im Zuge eine Publikation des Observatoire Audiovisuel des Europarats gelesen, da gibt es auch Schweizer Beiträge drin. In den Medien werden KI eingesetzt bei der Produktion, es werden KI eingesetzt, also man kann heute, ich kann sagen, Thomas Schneider, Autounfall und irgendwie in Nicaragua und dann gibt es Software, die macht daraus einen Artikel, das ist dann Fake News, aber es gibt auch automatisierte Sportmeldungen, das sind die einfachen Dinge, oder es gibt auch eine automatisierte Todesbeurteilung eines wichtigen Mannes oder so. Und dann bei der Verbreitung gibt es eben auch KI, weil Spotify oder Netflix oder die SRG auch, die muss ja auch wissen, was wir sehen wollen, das heißt, die werden das auch einsetzen müssen. Aber die Frage ist, wenn Meinungsfreiheit gilt, kann ich der SRG oder wem auch immer überhaupt vorschreiben, wie sie KI einzusetzen haben, weil darf ich als Staat, das sind dann die, also man kann es auch umdrehen, wir möchten, dass sie keine Fake News vielleicht produzieren, aber mischen, also wo ist dann die Grenze, wo sich der Staat einmischt? Aber wie gesagt, die Konzession der SRG ist auch schon ein paar Mal erneuert worden und das ist der Punkt, wir können nicht etwas isoliert betrachten, wir können aber auch nicht alles betrachten, wir müssen uns da so ein bisschen in der Wolke dazwischen bewegen und ich sage jeweils, um mit der künstlichen Intelligenz umzugehen, braucht es eine kollektive Intelligenz, weil den Mr. Cyber, den Mr. KI, den Mr. der eine, der alle Fragen den Medien und den Politikern beantwortet, den gibt es nicht. Wir müssen ein Netzwerk, genauso wie die künstliche Intelligenz sein und zusammen werden und müssen wir es irgendwie hinkriegen. Ja. Und noch kurz einen letzten Satz, dann gebe ich Ruhe für heute. Aber was es braucht, das ist das Verständnis fördern der Leute. Da bin ich ganz bei dem, was die Elisabeth vorhin gesagt hat. Die Begriffe, die werden so durchmischt verwendet und man tut gerne schwarz malen und dann wieder alles rosig malen. Die Leute, ich habe noch nie erlebt, wie viele Leute so ein unterschiedliches Verständnis haben, was künstliche Intelligenz ist. Und das ist, sehe ich überall. Und das wäre etwas, das könnte man immer machen. Das ist einfach das Wissen vermitteln, damit die Leute anfangen, vom Gleichen zu reden und das Gleiche, wie auch du gesagt hast, das Gleiche zu verstehen. Ja, super. Bin ich ruhig. Noch letzte paar Statements und dann müssen wir leider Schluss machen für heute. Ja, ich kann es nur unterstreichen und eben ist ein Learning, das wir haben, dass man sich eben mit der Thematik auseinandersetzt und das Wissen auf allen Fronten eigentlich versucht zu stärken. Weil ich glaube, wie wir von Thomas gehört haben, manchmal ist nicht ganz klar, was überhaupt das Problem ist. Das heißt jetzt nicht, dass wir auch von der Bevölkerung das Gefühl hat, und eben es besteht eine gewisse Erwartungshaltung, aber nicht, dass man jetzt irgendwie mit neuen Gesetzen um sich schießt, sondern dass man sich damit auseinandersetzt und das Ganze eben aus einer nutzerzentrierten Ansicht angeht und da eben einen konkreten Bedenken der Bevölkerung quasi hinsichtlich der Technologie, um dann eben ein Aufwenden gegen den Einsatz in Bereichen, wo wir eigentlich sehr davon profitieren könnten. Eben die Covid-App ist ein Beispiel, oder wo eigentlich ein großer Nutzen vorhanden wäre, wenn sie korrekt eingesetzt oder weit eingesetzt wäre, aber das stößt irgendwie auf ihn. Gut. Darf ich da noch ergänzen, vielleicht, was schon mehrfach angetönt wurde, und das Wort, um vom Vorsorgeprinzip aufzugreifen? Was aus Stiftung Risikodialog-Sicht immer noch eine Überlegung wert ist, ist das Stichwort Dynamik und Veränderung. Im Gegensatz vielleicht zu früheren oder älteren Konzepten der Vorsorge war ja die Ausgangslage und die Konsequenzen relativ klar und die Entwicklung nicht so dynamisch und komplexe Welt wie heute. Und ich denke, das müssen wir vermehrt lernen, mit dem zu leben, sei es in der politischen Realität, aber auch vielleicht in der Gesetzgebung, dass wir versuchen, Systeme zu schaffen, die eben wieder anpassungsfähig sind. Also wir können heute nicht KI-Probleme in 10 Jahren vorausschauend lösen, sondern wir müssen da lernen, es wird Veränderungen, wir werden sehen, wo Anwendungen entstehen und wo sie eben sich nicht bewähren und dem eben nachgehen zu können in der Realität. Das finde ich eine wichtige Überlegung. Super, vielen Dank. Ein letztes Statement noch vom Stadtpräsidenten, wenn ich, und dann müssen wir definitiv Schluss machen. Ja, ich habe eine Frage, weil es gibt ja jemand, der hat schon eine Regulierung vorgesehen für künstliche Intelligenz. Das ist der deutsche Jurist Ferdinand von Schirach. Der hat ja 5 neue Menschenrechte vorgeschlagen. Und eins handelt von der künstlichen Intelligenz. Er sagt, die Anwendung von künstlicher Intelligenz muss transparent und fair sein, einerseits.
Und andererseits muss die letzte Entscheidung von einem Menschen getroffen werden, oder die wichtigste Entscheidung muss von einem Menschen getroffen werden. Jetzt, wenn ich das auf den Airbag beziehe, dann muss eben der Einsatz des Airbags, kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz, aber wer darüber entscheidet, dass die eben eingesetzt wird, das sind ja Sie. Sie haben gesagt, wenn ich einen Airbag baue, dann sage ich, da packe ich diese künstliche Intelligenz ein. Das entscheiden ja Sie. Der Autohersteller. Der letzte Entscheid wäre dann von Ihnen gefällt und damit wäre die Regulierung eigentlich eingehalten. Es wäre auch eine dynamische Regulierung, die eigentlich dann auch in 10 Jahren noch immer noch funktionieren würde, weil es geht nur um Transparenz, Fairness und die letzte Entscheid muss durch einen Menschen gefällt werden. Sind solche Überlegungen tauglich und denken Sie, das könnte in die richtige Richtung gehen? Also tauglich, die Systeme, also einerseits ja, andererseits nein, ich muss ganz ehrlich sein. Ja, Systeme werden sehr gut getestet und von Personen immer noch abgenommen, bevor sie in irgendwas eingebaut werden, ob es ein Auto oder ein Operationssaal ist. Aber wir haben heute viele Voten gehört und die ich auch unterstütze, im tagtäglichen, also nehmen wir an, und das sind echte Fälle, ein Arzt unterstützt mich mit einem Medizingerät, wo künstliche Intelligenz ist, also kennen die in- und auswendig. Jetzt, wer hat das letzte Sagen? Also im Einsatz muss oder heutzutage der Arzt das letzte Sagen haben. Der darf unterstützen, der darf seine Meinung haben, die Maschine, und der Arzt übernimmt sie oder sagt was anderes. Ja. Da würde Ihr Argument nicht vergreifen, weil das würde ja sagen, ich muss das System einmal einführen und dann kann ich mich abwenden und ab jetzt entscheidet das System alleine. Oder darum sage ich einerseits, ja, es hilft, die Systeme werden getestet, sehr gut getestet meines Wissens, aber das andere ist das Votum, dass der Mensch häufig den letzten Entscheid haben muss im Moment der Entscheidfindung. Wenn er sich noch getraut. Ja, eben. Genau. Also. Sehr gut. Letztes Statement von Anna Chauvin. Ja. Darf ich etwas ergänzen? Hat übrigens auch mit dem autonomen Fahren zu tun. Und das ist ein Beispiel, das rausgefallen ist. Aber es hat eben auch mit den Menschen zu tun. Vielleicht erinnern Sie sich an den Unfall vom autonomen Wagen von Uber in Arizona. Und da ist er dann nach Monaten ein Bericht wurde vom US Astra herausgegeben, was ist schiefgegangen, weil ein autonomes Fahrzeug hat dort eine Frau, die mit ihrem Fahrrad an einer Nicht-Fußgängerstreifen-Stelle die Straße überquerte, gerammt und ist gestorben. Also ganz fatal, schlimmer Unfall. Was ist schiefgegangen? Weil im selbstfahrenden Auto, das war eine Testfahrt und da war ein Mensch drin. Da war ein Mensch drin, wurde bezahlt von Uber. Falls irgendwas ist, bitte einzugreifen. Ja? Das heißt, dieser Mensch saß nun stundenlang ohne irgendetwas zu tun. Und da wissen wir von der Aviatik, was passiert. Ja? Die Skills werden immer schlechter und man muss immer neu üben und die aufrechterhalten. Ja? Weil wenn es dann brenzlig wird, dann braucht man noch mehr Expertise, als man eigentlich sonst schon zur Verfügung hätte. Gut, der Mensch hat auf sein Smartphone geschaut, anstatt auf die Straße und wurde vom Alarm vom Auto geweckt und hat gebremst, aber zu spät. Gut, ist der Mensch schuld? Ja, aber kann man realistischerweise erwarten, stundenlang nichts zu tun und voll konzentriert zu sein? Ist eine wichtige Frage. Oder ist das Auto schuld? Weil der Alarm kam später, als er hätte sein können, weil die Softwareentwickler haben gesagt, wir wollen nicht, dass der dauernd blärt, ja. Das lenkt ab, wir machen da noch eine Verzögerung drin. Gut, dann diese Softwareentwicklung. Oder war es die Firma Uber, die überhaupt entschlossen hat, eben das alles zu bauen und diesen Menschen zu bezahlen, dort drin zu sein? Oder ist es die Regulierung von Arizona, die gesagt hat, wir geben diese Testfahrt frei? Hatten auch mit Verantwortung. Spannende Haftungsfragen fürs Parlament. Spannende Haftungsfragen. Also ich muss hier unbedingt etwas ergänzen, weil das wirklich auch schön zeigt, es geht auch um die Konditionierung. Es ist ja nicht nur das Wissen über die KI, sondern es geht dann auch um eine Verhaltenskultur. Und im Zusammenhang mit der politischen Meinungsbildung, denke ich, ist nicht nur die Fake News oder die Blasenbildung und so weiter wichtig. Wir haben uns mit Digitalisierung und Demokratie beschäftigt, Digitalisierung vor allem KI. Und uns gefragt, inwieweit verändert die binäre Logik der KI 1.0
unser politisches Verhalten, unser Denken, gibt es eine so oder so Demokratie statt das langwierige Vernehmlassungsverfahren, die Kompromisssuche und so weiter. Das ist nochmals eine andere Ebene. Wir können die Frage nicht beantworten. Das würde sehr viel Forschung benötigen. Aber dass man vielleicht auch auf dieser Ebene nachdenkt. Und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist auch, dass man im Umgang mit der Politik und der Verwaltung an ein Recht auf Offline-Bürger denkt. Also ich denke, die Möglichkeit, auch ohne KI mit den Behörden in Kontakt bleiben zu können und mit der Politik, scheint mir eine Teillösung zum Problem zu sein. Sehr gut, vielen Dank, das ist ein gutes Stichwort. Wir gehen langsam in Richtung Offline. Das ist auch das Thema des letzten Verabschiedung. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an die Panel-Teilnehmer, an Anna Chopin, an die Leute, die Fragen beigetragen haben. Und jetzt freut es mich, dass Esther Koller-Meyer vom Generalsekretärin der SATW, so ein bisschen viel Abkürzung, noch das Schlusswort hält. Vielen Dank und dann alles Gute.